Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tour Was Map mit Mr. Moore und Markus. Servus, Leute. Und wir haben uns jetzt so halb entschieden, was wir kaufen wollen. Wir werden jetzt wohl von dem Geld ein Feld besorgen. Und ja, dass ein bisschen mehr einfach vorhanden ist vom Volumen. Genau, halt, dass wir mehr Fläche machen. Bin jetzt aber gespannt, welches da genau wird. Gerade wenn wir jetzt immer zu dritt oder sowas sind, ist das ja mit den Ernten und so weiter, geht ja alles schneller. Ja. Gut, und das reicht. Ich habe 93%. Okay. Dann fällt 15. Dann fahr am besten, du fährst mal mit dem Unimog zu den Feldern und schaust nach, was sie kosten. Ja, das mache ich jetzt. Erstmal packe ich noch den Bobcat vernünftig auf dem Anhänger. Dann können wir den nämlich demnächst, also wir müssen ja noch die leeren Paletten wieder voll machen lassen. Bei Gelegenheit. Mache ich jetzt nicht direkt, weil jetzt habe ich auch schon wieder ein paar Minuten Paletten gestapelt. Jetzt mache ich mal wieder was anderes. Ja, aber du könntest vielleicht mit Unimog gleich den Bobcat mitnehmen und eine stehen lassen. Und dann schauen wir mal zu den Feldern fahren und dann dort einmal beim Landhandel kurz stehen lassen. Weißt du was? Das ist eine Top-Idee. Dann zu den einzelnen Feldern kurz fahren. Die Kollision, die Box hat Kollision, auch wenn die gar nicht ganz voll ist. Obendrauf, weißt du? Ja, das ist klar. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Aber wir hüpften schon so oft da drauf. Herum. Außer der Guten. Ja, ich bin halt ein Schlingel. Bist du heute auch mit Lenkrad? Ja, ich spiele mit Lenkrad, aber irgendwie vergesse ich das dauernd, wenn ich umsteige. Oder beziehungsweise, wenn ich gerade viel mit Tastatur steuere, ganz viele Funktionen. Mhm. Und dann bleibe ich irgendwie auch häufig bei Tastatur. Einfach, weil ich es nicht so gewöhnt bin. Na, ich glaube, morgen montiere ich es mal. Ja, da freue ich mich drauf. Dann nimmst du mal richtig ordentlich auf hier. Oder du musst ja noch, dann schreiben wir vorher noch den Mod-Ersteller da vom Holzfäller-Mod an und dann kannst du mal dein Mini-Let's Play dazu zum komplett mit Lenkrad aufnehmen. Ich glaube, der gibt es noch nicht raus. Ah, das glaube ich auch. Und weißt du was, das finde ich fast gut, weil ich glaube, der macht das so lange, bis es perfekt ist. Das auf jeden Fall. Haben sie auch geschrieben, sie wollen es nicht veröffentlichen. Es wäre natürlich genial, wenn du so als Tester fungieren kannst oder sowas, aber da haben sie genug Leute einfach. Ja. Aber eine Vorabversion wäre schon cool. Auf jeden Fall. Oder ihnen ein gescheites Video machen dazu. So. Ja, der Unimog fährt sich richtig gut mit dem Bobcat hinten drauf. Ja, der ist ja doch ein längerer Radstand als der Geo und hat mal vorne doch den Motor und so weiter, jetzt hat er doch mehr Gewicht. Ja. So, ich glaube eigentlich ein passendes Gespann so ungefähr. Ja. Nicht zu klein, nicht zu groß. Boah, wir haben ja schon fast 23 Uhr. Also, hier im Spiel. So. Schauen wir mal, ob es die Nachbarn noch antrifft, die ihre Felder verkaufen wollen. Oder ob sie schon schlafen. Ich bin gespannt. Und vor allen Dingen sind wir dann wieder komplett pleite. Irgendwie will ich nicht komplett pleite sein. Wir können auch keinen Kredit mehr aufnehmen von mir aus. Aber wir machen es dann doch irgendwann wieder. Ja, machen wir. Wir kennen uns ja. Aber gerade habe ich irgendwie... Oh, Kredit aufnehmen. Schrecklich. Ich habe gleich jetzt nachher das erste Feld fertig gekauft. Und ich habe gleich schon den Unimog am... Boah, du kannst hier mit 90 durch die Kurven in der Stadt fahren mit Lenkrad. Ach so, ja, weil du ja Lenkrad hast, stimmt. Da schlagt er ja gar nicht so extrem ein, so komisch. Ja, da machst du richtig Bock. Der fährt sich halt echt wie so ein kleines Rennkart oder sowas. Naja, aber mit 90 in der Stadt um die Kurve... Ach, geh, mit der Handbremse geht das schon. Ja, vor allem in LS. So. Naja, schaffen wir alles. 50, 60 ist gleich im Tal erlaubt. Eine Tafel irgendwo. Ah, Feld 30 da hinten ist auch nicht schlecht. Da waren wir in Folge 200. Ja, dort hinten, stimmt. Das wäre halt komplett es ist zwar eine komplett andere Ecke, aber. Ja. Aber 25 oder was ist da ganz unten? 38, okay, das ist ziemlich klein. Aber das hat auch eine coole Lage da hinten, so ein bisschen den Berg hoch. Ja.
Gefällt kommt man mir halt mal auch so gut. an die abgelegenen Ort von dieser Map. Ja. Was ja auch mal seine Vorteile hat. Mach jetzt mal hier das. Boah, ich irgendwie fahre ich den Unimog nicht gerne, wenn das Verdeck auf zu ist. Dann fühle ich mich da drin immer so eingequetscht. Och, du Armer. Ja. Ja, das Leben ist hart. Ich bin auf Weg zum Villains. Ah, da bin ich auch gerade. Da komme ich dir jetzt wahrscheinlich entgegen, wenn du an der BGA warst. Genau, ich fahre über die Brücke da. Ich bin jetzt gerade über die Brücke gefahren. Ja, halt. Ich komme erst dorthin. Geh dich eh schon auf der Karte. Ja, ich habe die Karte aus. Mit wie viel km/h um die Kurven schießt du? Hast du was abgekriegt oder habe ich es doch? Nein, keine Kollision, gar nicht berührt. Habe ich es noch dosiert gekriegt? Das ist ein geniales für die Aufnahme. Halt. Das war ein Blindschuss. Ja, das war jetzt wirklich mehr Glück als Verstand. Ich würde zwar gerne anders verkaufen, aber ich glaube, das kauft mir keiner ab, der die Aufnahme gesehen hat. Nein, ich glaube nicht. 350.000 kostet der Spaß hier bei Feld 26. Was? Feld 26? Also das ganze Feld, oder was? Ja. Ja, wir haben die ganzen Felder in Angebot gekauft, deswegen glauben wir alle, dass sie so günstig sind. Ja. Es ist schon ein bisschen Ungewöhnung, dass die auf einmal Geld kosten. Also ich glaube nicht, dass man sich das Feld 30 fast leisten können. Wird fast zu teuer werden. 25 sind 330.000. 31 gucke ich jetzt mal. Es könnte vielleicht auch noch was sein. Und das ist eigentlich auch ein bisschen eine andere Ecke. Auch wenn es nicht so... Okay. Das ist ja hinterm Pferdehof. Ja, ich habe gerade geschaut. Hier in der Ecke haben wir auch schon ein bisschen. Ah, 301. Okay. Okay, da kostet es aber das 30er. Okay, das 30er ist kleiner. Feld 29 wäre vielleicht noch möglich auch. Das ist halt guck mal jetzt mal kleiner. Bei 38. Vielleicht kommt mir das nur so klein vor und das ist auch gar nicht so klein, wie man denkt. 38? Ja. Ja, es ist halt, da oben waren wir schon relativ oft auch. Ja, da waren wir damals beim Grasman, ja. Da geht's ja hoch zum Gipfelkreuz. Mhm. Gegend kennen wir ziemlich gut. Könnt natürlich auch 27 holen oder sowas. Mehr am Fluss. Ich bin jetzt mit Feld 15 fertig. Welches soll ich jetzt bearbeiten? Feld 7 wäre noch. Feld 7 ist aber Gerste. Oder Feld 32, das wäre Weizen. Ja. Feld 32. Ja, dann mach ich Feld 32. Weil das bleibt sich komplett gleich, wie du willst. Yep. Boden muss nur irgendwann dann... Ja, irgendwann fertig werden. Nein, da geht irgendwann zu, ja, halt im Auftanken kommen wahrscheinlich. Das habe ich eigentlich gemeint. Das ist ja cool. Auftanken also. Das Feld hier ist gar nicht mal so klein. Das ist, glaube ich, etwas größer als das Feld, was wir, Feld 15 oder sowas. Kostet was für ein 85, Feld? 1,7 Hektar sind das. 38 oder was? Ja. 85.000 mehr. 85.000, 1,7 Hektar. Okay. Ordentlich. 1,7 Hektar, naja. Ich weiß nicht, lohnt sich das so richtig? Weiß nicht, Feld 29 oder 30 wäre auch interessant noch. Ja, wenn 30 geht, also wir könnten notfalls so bis 210, 215 gehen mit dem Preis. Kauft dir doch lieber ein kleines Feld und spar dir den Rest für die größere Maissäemaschine. Was kostet die? Noch einmal. Wir könnten die kleine verkaufen und dann bezahlen wir 15, 25.000 drauf. Könnte man eigentlich auch machen. Porsche Maestro ist gerade im Angebot und kostet 60.000. Also die wäre im Angebot auch noch? Ja, jo. Die große. 30% glaube ich. Jo. Ja, mir ist egal.
Ah, ich gucke jetzt mal, welches Feld hier noch interessant wäre. So. Probier jetzt noch 27 und 33, wo die so liegen. Ich glaube, 27 könnte von der Größe her auch interessant sein. Und die Lage ist eigentlich auch ganz cool. Ja, bei 33 150 oder kostet das. 27 oder was? Ja. Das wäre also vom Preis her machbar. Und wir könnten dann immer noch die Horsch kaufen, die Maestro. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber ich fahre jetzt trotzdem noch zu allen Feldern, die in Frage kommen würden. 35 und 30 und 34, die Ecke, könnte man sich eigentlich ansehen. Also 33 wird sich ganz, ganz, ganz knapp ausgehen, wenn wir irgendwie noch... Na, wird sich nicht. Wir haben 215 notfalls. Was kostet das 33er? 225. Muss ich nicht gucken, da kann ich mir das ungefähr denken. Es wird wohl so um die 90 kosten. 29 wird auch nicht viel mehr kosten. Ja, das wird wohl auch nicht mehr kosten, hast du recht. 30er wird um einiges mehr kosten. 30er wird, denke ich, wird um die 200 bestimmt. Mhm. 29 ist gar nicht so klein. Eh nicht. Ist lang. Und das wäre länglich, das ist das Gute. 80 kostet das. Was kostet 30er? Da bin ich noch nicht. Bin ich erst gleich. Weißt du, was das Feld, was wir am Anfang schon mal abgeerntet haben, direkt am Hof kostet, das große, mit dem Leiter in der Mitte? Das 12er. Ja, das wäre doch auch ganz interessant. Ist aber auf jeden Fall größer als das Feld. Was hat das Feld 33 kostet? 33 hat 225 gekostet. Ja, das kostet viel mehr noch. Das wäre um einiges größer. Okay. Also 30 wird genau 200.000 kosten. Gut, praktisch. Weil das ist ziemlich groß auch. Ja, ich guck nochmal bei 35, das ist noch ein bisschen länglicher. Oh. Mann, wir haben dann zwar nicht die Horsch, aber ich glaube, dass wir die relativ schnell verdienen können. Ja. Auch wenn wir jetzt natürlich 30% kriegen. Ja, aber... Ist. So. Aussteigen, gucken gehen. 190 kostet das. Welches? Das 35, dann könnten wir uns sogar noch die Horsch kaufen. Ja, das 35 ist, das ist das Eingezäunte, oder? Ich suche es mal. Ah nein, das ist 36, 37, das sind die Eingezäunten. Ne, die sind nicht eingezäunt hier. Also ja. Das ist quasi 0,2 Hektar kleiner als 30. Geht das 35er auch praktisch, heute ist ziemlich länglich nämlich. Ja, wir könnten das 35er kaufen und uns die Horsch Maestro holen. Aber dann sind wir komplett blank. Da haben wir unter 1000 Euro. Die musst Frage, du wissen. Ist die Frage. Würd's nicht nehmen. Weil am Ende bist du verschuldet, weil du Saatgut und so weiter brauchst. Und dann ist es auch nicht. Na, wir haben jetzt relativ viel Saatgut gerade. Ja, aber trotz. Ist das gut? Ich glaube, ich kaufe das 30er. Ja. Und lass das andere dann weg. Und ich lass die Maestro erstmal in Ruhe, auch wenn das ein cooles Angebot ist. Vor allen Dingen, wir machen ja gar nicht ganz so oft Mais. Naja, alle fünfte Runde oder so. Ja. Weil wir haben jetzt noch eine Runde, einmal ernten, dann kommt erst Mais wieder anzusehen. Und das aber auch nur bei einem Feld oder so irgendwas. Ja. So. Oh nein, bei zwei Feldern, bei 15. Bei 32 hätte nicht Raps gehört. Da hätte Weizen gehört, aber egal. Ja, dann mach jetzt zu Ende. Oh, sorry. Nein, das war's jetzt gleich. Ich hab's nur jetzt gerade gesehen. Ja, Entschuldigung. So, ich hab 190 aufgenommen. Und wir sind Besitzer des Feldes Nummer 30. Muss man das grubern auch noch? Nein, das ist gepflügt. Dann müssen wir es grubern. Echt?
Ja. Du kannst doch auf Flug säen, oder? Ja, aber... Ja, okay. Ah, dann seht ihr halt nur. Mir ist es egal. Du sitzt doch sowieso noch im Grubber, oder? Ja. Bin jetzt bei Feld 1. Dann bist du derjenige, der als erstes unser neues Feld beackern darf. Da kommt auch Weizen drauf, oder? Schön hinten im Wald. Ja, würde ich sagen. Weise. Kann man, denke ich, ganz gut machen, so. Ja, wir haben jetzt noch eine richtig schöne Ecke da hinten erschlossen. Oh, hier wollte ich nicht lang. Mal weiter die Wege, was wir fahren müssen. Ja, wenn du das bei einer Vierfach-Map magst, dass du nur auf den Ecken die Felder kaufst. Dann bist du nur noch am Fahren. Warst du 10 Minuten von einer Ecke in die andere? Nein, so lange nicht, aber... Ja, oder 16 Minuten für diesen Part. Ja. Kann vorkommen. Die Sprüche sind immer so schlecht. Ciao, Leute. Yo, ciao, Leute. Vergiss das. Tschüss.